Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Atmung und Gymnastik. Ganz wichtig, dass du so mitmachst, wie du dich wohlfühlst. Also, wir wollen heute nämlich die Atemräume erweitern, also Faszien aufdehnen, elastisch machen. Und dazu sage ich dir an, wann du ein- und ausatmest. Wenn du aber gerne genau andersherum atmen würdest, dann mach das ruhig. Du sollst dich wohlfühlen. Und starte in einer aufrechten, aber schon mal so einer leichten, gegrätschten Position. Brustbein zuerst einmal anheben und deine Hände an deine Rippenbögen nehmen. Hier ist die Flanke und wir versuchen jetzt, diese Rippenbögen ganz locker zu bewegen. Wenn du die zu fest hast, wenn die faszial verspannt sind, dann können wir natürlich auch nicht so gut einatmen. Also versuch hier etwas lockerer zu werden, geschmeidiger zu werden. Dein Bauchnabel ziehst du sanft nach innen. Die Mitte bleibt stabil. Nur hier in der Brustwirbelsäule bewegst du dich jetzt. Wenn wir aufrecht stehen, atmen wir auch immer tiefer. Jetzt kommst du dann langsam mehr zur Mitte, löst die Arme und versuchst mit den Armen eine liegende Acht zu zeichnen. Und dann nimmst du ruhig deine Brustwirbelsäule wieder in die Bewegung mit. Schön groß, schön weit, in der Mitte schön stabil. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Nimmst eine Hand an die Rippenbögen, die andere Hand öffnest du weit nach hinten, egal ob die Hand hier ist oder höher, die solltest du jetzt eh ein bisschen verändern. Schau zurück und wenn du ausatmest, kommst du nach vorne und ehnst die Rippenbögen hier hinten auf. Auch hier immer wieder unterschiedliche Richtungen finden. Nochmal einatmen hoch und nochmal ausatmen. Vielleicht in eine andere Richtung. Ein und aus. Ganz langsam wieder zur Mitte kommen, die Hand gleich wechseln, andere Seite. Einatmen, weit nach hinten und ausatmen, rund, Rippenbögen öffnen. Noch einmal, genau so. Dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Lässt locker. Strecke jetzt ruhig deine Knie und versuche mit deinem Becken Kreise zu beschreiben. Deine Hüftgelenke mobilisieren und den unteren Rücken geschmeidig bekommen. Dein Atem fließt. Die Richtung ändern in die andere Richtung. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Knie beugen, Schultern tief. Einatmen, deine Arme nach oben. Jetzt achte ganz besonders darauf, dass deine Schultern unten bleiben. Mit dem Armheben erleichtern wir das Einatmen, denn dann gehen schon die Rippenbögen auseinander. Ausatmen, werde rund und versuch deinen Brustkorb hier etwas rund zu machen. Einatmen, zieh dich in die Länge. Und ausatmen, mach dich rund. Presst die Luft wirklich raus aus deinen Lungen ein. Wenn du oben bist, schau mal,
Zieh dich gerne auf deine Fußspitzen, streck die Knie. Und wenn du ausatmest, beug deine Knie durch den Mund wieder aus. Einatmen, zieh dich nach oben, streck deine Knie, Spannung aufbauen und ausatmen, rund. Deinem eigenen Rhythmus. Mach nur weiter. Versuche ruhig ganz lange auszuatmen, durch den Mund, durch die Lippenbremse. Einatmen, dich strecken. Durch dieses lange Ausatmen kannst du auch deinen Puls, deinen Blutdruck etwas senken. Halte dann einen Moment hier oben, versuch's, Spannung zu halten. Atem fließt, Länge, wirklich lang werden. Und dann kommst du ganz langsam wieder tief, beugst deine Knie, Arme zur Seite, Schultern entspannen. Und jetzt gehst du nach rechts, ich mache spiegelbildlich, linker Arm geht zur Seite, atme ein, wenn du möchtest, atme aus und komm wieder zur Mitte zurück. Du kannst auch andersherum atmen. Beim Einatmen zur Seite erweiterst du hier deine Atemräume. Wenn du ausatmest, dann hast du eine stabilere Mitte. Also probier mal aus. Gerne einatmen. Und aus. Ein. Dich wirklich seitlich bewegen. Nochmal. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück und löst, stützt deine Hände auf. Lass deine Fingerspitzen nach außen zeigen und beweg einen Moment deinen Rücken. Kannst ruhig noch etwas weiter in die Grätsche kommen, Knie nach außen. Rücken ruhig auch rund, gerade. Und dann bleibst du in der Mitte und jetzt verlagerst du dein Gewicht einmal nach links und einmal nach rechts. Jetzt kommst du nach links, stopp, nimmst deine rechte Hand zum Oberschenkel und nimmst die Hand zur Schulter, drehst dich so weit wie möglich auf, ausatmen zur Mitte und ein, oder? Aufdrehen oder ausatmen, aufdrehen. Auch hier kannst du selbst entscheiden. Mitte.
Und jede Seite noch einmal. Und zur Mitte kommen, aufstützen, Rücken runden und dann roll dich ganz langsam nach oben auf. Locker lassen. Jetzt gehen wir eins weiter und zwar auf den Boden. Dazu nimmst du vielleicht die Knie auf ein Kissen, wenn du möchtest. Ansonsten Knie unter die Hüftgelenke auf jeden Fall. Nimm deine Hände unter deine Schultern und atme aus. Mach deinen Rücken ganz rund. Atme ein und denk dran, den Bauchnabel Richtung Boden zu ziehen, den Blick nach vorne zu nehmen. Rund ausatmen und einatmen, Bauchnabel nach unten. Dein eigener Rhythmus. Irgendwann, wenn du jetzt noch mal rund warst und wieder in den geraden Rücken zurückkommst, bleibst du hier, drückst mit deiner rechten Hand in den Boden und mit deinem linken Unterschenkel, also hier Knie und Unterschenkel, drücke, atme aus und atme ein, schau mal, zieh die andere Seite ganz weit in die Länge. Komm wieder zurück, druck aus, einatmen, andere Seite in die Länge ziehen. Und nochmal, Druck aus und ein. Daumen Richtung Decke und nicht Höhe, sondern eher an die Länge denken. Druck, ein, Länge. Kopf bleibt in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Achte mal eher darauf, dass er vielleicht eher so ein bisschen angehoben ist, dein Kopf. Also nur nicht hängen lassen. Und beim nächsten Mal stellst du jetzt das Bein nach hinten auf und die Hand geht an die Schulter und du drehst dich nach oben auf. Streck dein Bein, atme ein oder aus, wie es für dich angenehm ist. Und komm wieder zurück. Und Druck in den Boden. Andere Seite, Ferse schiebt nach hinten. Dreh dich weit auf. Und komm wieder zur Mitte. Denk daran, deinen eigenen Rhythmus beizubehalten. Vielleicht merkst du auch, mit jedem Mal kannst du ein Stück weiter gehen. Und ein letztes Mal noch, genau so. Zurückkommen, einen Moment entspannen. Nach hinten setzen, so weit wie es für dich okay ist. Hände rück unter die Stirn. Und vielleicht spürst du, wenn du hier liegst, wie dein Atem in den unteren Rücken ausweicht.
Und dann kommst du ganz langsam eins weiter nach vorne in die Bauchlage. Nimmst einmal die Arme neben den Körper. Einen Arm diagonal nach vorne, die andere Hand nahe deine Schulter. Und jetzt, Beine sind gegrätscht, drück dich hier weg mit der Hand, beug das Bein und dreh dich so weit wie möglich zur Seite. Und spür die Dehnung natürlich Brustmuskulatur, Verfringung in der Wirbelsäule, einatmen, ausatmen wieder. Zur Mitte, andere Seite, diagonal, ran zur Schulter, drücken, Unterschenkel heben und ein und aus. Und bleib ruhig mit der Schulter richtig tief, dann spürst du da bewusst die Dehnung. Drücken, einatmen. Aus. Druck. Gleich nochmal. Diagonal anheben. Lippenbremse ausatmen. Jede Seite einmal noch. Ein. Letztes Mal. Und zur Mitte kommen. Hände neben die Schultern. Drück dich hoch, mach dich rund und zwar kommst du aber jetzt erstmal nach vorne. Darfst ruhig die Beine über die Seite zur Seite nehmen, nach vorne aufstellen. Und dann rollst du dich in die Rückenlage und machst dich ganz klein, so richtig rund. Oberschenkel fassen, runterrollen und ganz nah deine Knie herziehen zu dir. Einmal herziehen, lösen, so ein bisschen bewegen. Dann stell deine Füße nacheinander auf und nimm jetzt deine Hände an deine Rippenbögen. Also hier in die Flanke. Atme ein, versuch deine Rippenbögen zu heben und wenn du ausatmest, senken sich die Rippenbögen und du kippst dein Becken und rollst dein Becken. Langsam und Wirbel für Wirbel nach oben bis maximal zu deinen Schulterblattspitzen. Einatmen. Und wenn du ausatmest, wieder hier die Rippenbögen senken. Beginne oben, dich Wirbel für Wirbel abzurollen. Einatmen. Neutrale Wirbelsäule. Ausatmen. Rippenbögen senken. Dein Tempo, maximal zu den Schulterblattspitzen. Nochmal. Ein letztes Mal noch in deinem eigenen Rhythmus. Ausatmen, hoch, einatmen, halten. Und langsam wieder nach unten. Beine ausstrecken. Kurzen Moment hier liegen bleiben, entspannen.
Und dann noch eine Übung, die Arme zur Seite. Und jetzt stellst du deinen rechten Fuß auf, hebst dein Becken an, nimmst dein Becken nach rechts, Knie hochziehen und Knie nach links fallen lassen. Wichtig ist, dass die Schultern am Boden sind. Und gar nicht wichtig ist, dass dein Knie hier tief geht. Versuch mit jedem Ausatmen ein Stück weiter dich zu drehen. Den Kopf lässt auf der anderen Seite. Nase ein, Mund aus. Im nächsten Ausatmen vorsichtig wieder zur Mitte kommen. Einmal beide Beine ausstrecken, kurz vergleichen. Unterschiedlich jetzt. Linken Fuß aufstellen, Becken heben und nach rechts dein Knie sinken lassen. Kopf zur Gegenseite. Mit jedem Ausatmen auch hier tiefer sinken lassen. Komm dann langsam wieder zur Mitte zurück. Streck nochmal beide Beine aus. Spür einen Moment nach. Wie fühlt sich's an? Nimm die Hände auf den Unterbauch und versuch dich einen Moment wirklich fallen zu lassen. Und versuch ganz tief in den Bauch ein- und auszuatmen. Lass deine Bauchdecke sich heben und senken. Und versuch den Ausatmen durch die Lippenbremse zu verlängern. Nase ein. Mund aus. Die Bauchatmung ist eine wunderbar entspannende Atmung. Kannst du jederzeit zwischendurch machen, im Liegen, im Sitzen, wo auch immer, im Stehen. Und dann versuchst du nochmal ganz normal weiter zu atmen. Mit jedem Ausatmen dich tiefer sinken lassen auf den Boden. Lockerer lassen. Und wenn du Lust hast, beginnst du ganz langsam dich zu bewegen, Finger, Füße, einfach so ein bisschen durchbewegen, vielleicht auch strecken und recken, anziehen, gähnen. Und dann die Füße nacheinander aufstellen. Und auf die Seite kippen, kannst auch nochmal liegen bleiben, ganz klein, entspannt. Und
Und über die Seite drückst du dich dann eins weiter nach oben zum Sitzen. Lass locker. Geht's gut? Lass dir ruhig Zeit, jetzt nach oben zu kommen. Nimm einen Fuß, stell dich den Fuß auf. Komm auf deine Hände, noch nicht ganz aufstehen. Erstmal auf die Füße und Hände. Dann stützt du dich auf die Oberschenkel. Und jetzt rollst du Wirbel für Wirbel nach oben. Beginne unten im Rücken. Und komm ganz langsam zum Stehen nach oben. Sehr schön. Locker dich aus. Bleib hüftbreit oder schmal stehen. Nimm deine Hände noch einmal an die Rippenbögen und zeichne liegende Achter und nimm wahr, ob sich was verändert hat, ob sich's weicher, lockerer anfühlt, ob du beweglicher bist jetzt in der Brustwirbelsäule als vorher, vielleicht auch eher die Koordination hast, dich da jetzt zu bewegen. Oft weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann löst du nochmal, atmest ein, nimmst die Arme nach oben, die Schultern bleiben tief, atme aus und lass dich mal ganz locker fallen. Nochmal ein und nochmal ganz locker aus und ein und aus. Halte hier oben, streck dich, öffne die Arme. Immer wieder an deine Aufrichtung denken, denn die Aufrichtung ist wirklich wichtig für einen tiefen Atem, für einen freien Atem. Atme aus und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, es geht dir gut jetzt. Und du kannst es auch gerne mal testen oder im Alltag hineinspüren. Sobald du so stehst in unserer Alltagshaltung, können wir auch wirklich nur ganz kurze Atemzüge machen, fühlen uns eingeengt in unserem Atem. Sobald du dich aufrichtest, kannst du auch tief durchatmen. Hast du gemerkt? Genau, also deswegen öfters mal aufrichten. Wenn dir das gefallen hat und wenn es dir gut getan hat, dann gerne gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen und vor allem mal in die Playlist Aktive Entspannung, Resilienz, Atmung hineingehen auf meinem Kanal. Da gibt es noch mehr Videos zum Thema. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video, der heißt Deine Unterstützung. Klick drauf, dann kannst du mich mit was es dir wert ist, im Monat vielleicht 5 Euro oder 10 oder 2,50, was auch immer, unterstützen. Vielen, vielen Dank. Lade Freunde ein, Freundinnen ein, sich mitzubewegen. Oder sei ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich schon. Bis dann.